herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsel. Und heute geht es jetzt endlich mal an der Hütte weiter, beziehungsweise wollen wir sie fertig machen, weil ihr seht, es ist auf einmal Spätfrühling und überall an den Bäumen hat es Blätter, weil da war jetzt eben Brennholzpause, weil wir haben da jetzt so 60 Schüttraummeter Brennholz gemacht, in der Zeit, seit wir hier das letzte Mal an der Hütte gebaut haben. Und da müssen wir jetzt noch die Dachlatten drauf machen, dann das Dach noch komplett decken, dann an der Seite noch Bretter hinmachen. Ja, und die Dachlatten tue ich einfach mit dem Druckluftnagler dann hinnageln. Und das Dach ist jetzt natürlich auch auf einer gewissen Höhe. Insofern müssen wir mal schauen, wie wir da am besten hinkommen, ob wir irgendwie von der Leiter aus oder oben drauf rumsteigen. Aber ist halt schon ziemlich hoch. Das hat jetzt soweit super funktioniert. Wir haben auch jetzt hier einfach beim Schlepper auf die Gabel vorne drauf eine Palette gespannt und dann das teilweise so ein bisschen als einfach als Arbeitsplattform zum Draufstehen benutzt. Natürlich ist es vielleicht auch nicht das Allersicherste, aber ich habe immer noch mehr Vertrauen in die Hydraulik wie in mein Können hier auf die Dachlatten rumzulaufen. Insofern, naja, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt so machen, aber trotzdem hat es jetzt natürlich super funktioniert. So, wie ihr seht, das Dach ist fertig gedeckt und sogar ein Wunder ist passiert, unsere Dachplatten haben gereicht. Weil die Dachplatten haben wir ja noch, wo wir bei uns im Garten die Hütte gebaut haben. Da hatten wir die eben noch zu viel geholt, also das sind Gebrauchte, wo wir umsonst wo bekommen haben, wo sie die von dem Dach runter gemacht haben. Und da haben wir damals einen Anhänger voll geholt und mit dem haben wir bei uns im Garten die große Hütte gebaut. Dann hier den kleinen Holzunterstand und dann jetzt die Hütte. Und jetzt haben wir noch so 15 Dachplatten oder so übrig. Und das freut uns auf jeden Fall richtig, weil wir haben nämlich schon eigentlich erwartet, dass die auf jeden Fall nicht reichen und dass wir dann noch irgendwie welche besorgen müssen, aber hat jetzt perfekt gepasst.
Und ich denke schon immer wieder, das ist ein richtig dankbares Dach, so mit Dachplatten, mit so Aldi, weil die bekommt man umsonst. Es geht relativ schnell, also es hat jetzt nicht ewig gedauert, das Dachdecken. Was waren das jetzt, vielleicht 3 Stunden oder so, 2, 3, sowas in dem Dreh. Die Dachplatten haben wir dann ja immer auf den Frontlader drauf getan und dann eben mit dem hochgehoben, weil wenn man die jetzt alle über die Leiter hochtragen müsste oder schmeißen, das wäre auf jeden Fall deutlich mehr Schinderei gewesen. Und ja, jetzt hat man da ein Dach, was auf jeden Fall auch einige Jahre hebt, also auf jeden Fall deutlich länger, wie wenn man da irgendwie so Onduline-Platten oder so nimmt und die kosten dann ja auch noch einen Haufen Geld. Ja, also würde ich sagen, ist das Dach jetzt fertig, dann können wir eigentlich die Bulldog auch gleich reinstellen, weil dann ist er jetzt zumindest schon mal vom Regen direkt von oben geschützt und dann müssen wir jetzt halt mal nochmal die Bretter sägen und die außen hinschrauben. Dann haben wir jetzt hier schnell auch noch Seilwinde und die Holzspalte reingestellt und wie ihr seht, hat perfekt gepasst, aber das war eben auch der Grund, warum wir es so hoch machen mussten. Weil der Holzspalter ist ja an sich schon hoch und wenn man ihn dann eben auch noch angehoben hat und hier vorne ist er ein bisschen weniger hoch, weil hier der Boden ein bisschen schräg ist, da braucht man dann eben die Höhe. Auch wenn es jetzt hier vielleicht ein bisschen überdimensioniert aussieht. Aber gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. So, wieder einige Wochen später. Heute wollen wir jetzt endlich mal anfangen, die Hütte außen zuzumachen, weil da sollen ja außen Bretter hin, zumindest alles bis auf vorne, sodass das Ganze, was da drin steht, eben schon mal ein bisschen trockener ist, weil hier so ein Dach bringt schon mal was, aber trotzdem, wenn es eben so schmal ist, hier die erste Hälfte wird dann eben doch nass, wenn der Regen eben arg von der Seite kommt. Deswegen kommen dann natürlich jetzt Bretter hin. Und wir haben auch noch einige Stämme von uns aus dem Wald rumliegen gehabt, wo auch schon länger liegen, wo wir jetzt endlich mal verarbeiten mussten. Und deswegen haben wir uns jetzt da mal einen Anhänger voll geholt und daraus ein paar Bretter gesägt.
Ja, und das hat hier jetzt so einen Anhänger voll Bretter gegeben. Schauen wir mal, ob die reichen, aber könnten zumindest reichen. Aber wie ihr seht, auch die sind jetzt wieder eine Weile hier auf dem Anhänger drauf gewesen, weil wir waren im Urlaub und ansonsten hatten wir eben auch keine Zeit gehabt. Aber heute wollen wir das jetzt endlich mal in Angriff nehmen. Und das ist jetzt auch nicht so wirklich sortiert, weil da gibt es ja einmal kurze und einmal lange, also für die hohe und für die niedrige Seite. Insofern haben wir uns jetzt überlegt, bevor wir die jetzt vorher sortieren, fangen wir einfach auf beide Seiten parallel an. Also hier haben wir jetzt eben zuerst mal ein paar lange, dann fangen wir eben zuerst mal auf der hohen Seite an und dann kommt der kurze und dann machen wir eben auf der anderen Seite weiter. Jetzt haben wir mal links und rechts zu. Ihr habt auch gesehen, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir immer ein Brett hinten, ein Brett vorne, ein Brett hinten und so weiter. Weil wenn man die Bretter eben einfach so nebeneinander macht, eben bei solchen mit noch einer Waldkante, da hat man eben immer einen relativ großen Spalt. Und wenn es dann eben ein bisschen pustet und regnet, dann wird es hier drinnen eben noch relativ nass. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber wenn man es eben so macht, hat man eben eine ziemlich dichte Hütte und insofern kann man dann eben auch hier näher an die Wand irgendwas tun und wird eben nicht so nass. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit, um eben mit so unbesäumten Brettern eine dichte Hütte zu bauen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Hütte, wo wir bei uns im Garten gebaut haben. Da hatten wir ja ziemlich breite Bretter und die haben wir dann eben horizontal gemacht und dann eben so übereinander und immer so überlappend gemacht, quasi so wie Schindeln. Das hat auch prima funktioniert. Das ist halt immer optische Geschmackssache, was einem da jetzt besser gefällt. Aber das ist jetzt auf alle Fälle zumindest mit den Brettern das Einfachste gewesen. Und wir haben die Bretter auch jeweils bloß mit zwei Schrauben, also eine unten und eine oben hingemacht. Kann man jetzt natürlich auch darüber debattieren, ob man eigentlich besser vier nimmt. Aber trotz allem ist das jetzt ziemlich stabil und man braucht eben bloß halb so viel Schrauben. Und es ist jetzt auch mega schnell gegangen.
Und mit dem Grund war eben auch, wir haben es ja immer zuerst unten hingeschraubt und dann haben die Bretter zwar schon mal gehebt, aber man hat sie dann eben oben noch hindrehen können, so wie man es gebraucht hat. Und insofern war es dann jetzt wirklich eine ziemlich schnelle Sache, die Bretter hinzuschrauben. Also fehlt bloß noch die Rückseite und da müssen wir jetzt oben die Schräge hinmachen, weil da haben wir ja die Dachschräge und deswegen habe ich mir da hier jetzt meine Schablone gesägt und dann müssen wir eben die Dachschräge eben auf die Bretter übertragen und mit der Länge hätte ich gesagt, probieren wir es einfach mal so, dass wir zuerst mal an alle Bretter oder zumindest an ein paar mal oben die Schräge hinsägen und dann die Länge eben beim Hinschrauben dann quasi erst machen. Jetzt ist auch hinten mal noch zu, wie ihr seht, hier machen wir auch noch ein kleines Fenster rein, weil wir haben nämlich gemerkt, dass unsere langen Bretter ein bisschen zu wenig waren und wir hatten dann eben jetzt bloß noch drei ein wenig zu kurze übrig und haben wir jetzt überlegt, bevor wir da jetzt wegen drei Brettern nochmal extra einen Stamm sägen, machen wir eben hier hinten einfach ein Fenster rein und dann sparen wir uns eben hier noch die 30 cm, wo die Bretter eben zu kurz waren. Dann kümmern wir uns jetzt als letztes mal noch um das Fenster, weil da muss natürlich auch noch eine Scheibe rein, sonst ist kein Fenster, sondern einfach bloß ein Loch. Ja, und hier habe ich noch eine alte Glasscheibe bei uns rumstracken gehabt und die wollen wir da jetzt irgendwie hinmachen. Und natürlich vorab, das wird jetzt kein schönes Fenster oder so, sondern das ist jetzt einfach das Loch da verschließen. Und insofern machen wir uns da jetzt nicht so arg viel Mühe, sondern ja, das soll halt einfach bloß, da die Scheibe dran haben, muss ja auch nicht dicht sein und gar nichts, sondern soll einfach hier die Scheibe drin halten. Und damit würde ich sagen, ist die Hütte jetzt eigentlich so ziemlich fertig. Natürlich, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, wo wir nochmal machen müssen. Zum Beispiel nochmal eine Dachrinne hinmachen. Da machen wir wahrscheinlich auch wieder so eine aus Holz geschnitzt hin, wie ich es bei meiner Hütte bei uns im Garten gemacht habe. Weil die funktioniert immer noch super. Und ohne eine Dachrinne tropft da eben das Wasser immer direkt darunter. Und auch, dass da unten eben bloß Erde ist, spritzt dann da eben der Dreck rauf. Und das hat man eben alles an den Brettern dran. Erstens halten sie ja nicht so lange. Und zweitens sieht es natürlich auch nicht so schön aus. Deswegen da noch mal eine Dachrinne hin, wo dann das Wasser irgendwie ein bisschen wegläuft. Aber ansonsten vielleicht noch mal ein paar kleine Bretter zum irgendwelche Stellen noch ein bisschen schöner machen. Aber ansonsten ist die Hütte jetzt echt fertig. Und jetzt auch das Fenster hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Natürlich hätte man alles noch viel schöner machen können. Aber ich habe das jetzt halt einfach mit der Akkuhandkreissäge im Schlagschrauber aus den Brettern gemacht, wo noch übrig waren. Und dafür finde ich, ist doch gar nicht so schlecht geworden. Und was man auch sagen muss, das ist die Hütte, wo wir mit Abstand am längsten dran gebaut haben. Weil da haben wir ja im Herbst, im November oder noch im Oktober, haben wir ja schon die Stämme geholt, daraus die Bretter bzw. die Balken gesägt. Und dann ist ja der Winter gekommen, hat man da nicht mehr weitergemacht. Dann im Frühjahr mal wieder ein bisschen weitergemacht. Und jetzt
geht es schon wieder bald auf den Herbst zu und jetzt ist die Hütte endlich fertig. Und normalerweise haben wir unsere Hütten immer so die einfachen im Wald oder so in ein paar Tagen aufgestellt. Und ich glaube, bei der großen, bei uns im Garten, da haben wir ein paar Wochen dran gebaut. Aber so arg lang wie an denen halt auch nicht. Aber das natürlich nicht, weil das Bauen so aufwendig war, sondern eben einfach, weil man wenig Zeit hatte und das eben bloß mal dann ein bisschen dazugekommen ist, wenn er gerade nichts anderes Wichtiges zum Tun hatte. Weil ansonsten das Bauen an sich zeitmäßig ist eigentlich wirklich alles ziemlich schnell gegangen. Natürlich, man merkt schon, es hat länger gedauert, wie wenn die Hütte ein bisschen kleiner ist, weil eben alle Balken und so gleich so saumäßig schwer sind und man das dann nicht mehr so einfach händeln kann, sondern da hat man einfach auch viel mit dem Bagger rum und um lupfen können, weil die Balken einfach fett waren. Aber ansonsten ging es eigentlich trotzdem ziemlich gut und jetzt auch gerade noch die Bretter hinschrauben aus Dach machen, das ging ja eigentlich wirklich schnell. Ja, also dann würde ich sagen, kommen wir damit auch so langsam zum Ende von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein Schlepper gefällt es auf jeden Fall richtig, weil der jetzt im Trockenen stehen kann und eben auch Seilwinde und Holzspalter. Und da hat man sogar noch ein bisschen Platz, um noch ein paar Bretter reintun oder eben sonstige Sachen, wo eben nicht so nass werden soll. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!